Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist schon ein bisschen später wieder. 10 Uhr, ne, 11 Uhr schon, glaube ich. Ihr wisst, wir haben hier gestern eingekocht. Also der Bernd, er gesagt, hinter mir dort seht ihr die ganzen Gläser noch abgedeckt. Die sind noch abgedeckt alle. Die muss man da sofort dann aus dem Ofen rausnehmen zum Abkühlen. Und die sollen 24 Stunden stehen bleiben. Deswegen steht das da alles noch. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das sind jetzt hier, man muss immer ein so ein Referenzglas machen und das sind die Soßen alle. Ja, wir sind nicht so weit gekommen, wie wir gestern geplant hatten. Wir wollten ja unser Kochbuch weitermachen und wir wollten noch Gläser bestellen. Das haben wir alles nicht geschafft gestern. Das war sehr, ach weiß ich auch nicht, ich war dann so müde. Die Kleine hat total geklustert, ne? Da haben wir ganz in Ruhe gestillt. Ja, und sowas geht natürlich vor Arbeit. Und was ihr im Hintergrund hört, die Stimmen, das ist Calvinos Teams. Die machen jetzt nicht mehr Zoom, die machen Teams. Und die haben gerade einen Test geschrieben und ja, er wartet jetzt einfach, weil er ist fertig, auf neue Anweisungen. Deswegen hat er sogar gerade eben die Couch abgesaugt. Ja. Gut, ich räume hier gerade die Küche so ein bisschen auf. Ich versuche es weitestgehend. Hier ist der Brotbackdingen, das habe ich sauber gemacht. Jo, was ist los? Hm? Ja, und das ist alles noch, was wir wegräumen müssen. Die Brote muss ich schneiden oder Bernd nachher. Ja, viel zu tun heute wieder. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich euch ursprünglich erzählen wollte. Da wir hier gestern eingekocht haben, der Backofen lief, der Wasserkocher lief, der Herd lief zum Kochen. Keine Ahnung, alles Mögliche war an und dann hatten wir einen Stromausfall und deswegen, also hier die Sicherung ist rausgeknallt und der Alarm geht gerade, merke ich. Probealarm, ist das ganz Deutschland heute Probealarm? Weiß ich auch nicht, oder nur hier bei uns. So, deswegen muss ich jetzt hier alles wieder neu einstellen am Backofen. Die Uhrzeit und so. Sprache Deutsch, Uhrzeit. Wie spät ist es, Calvino? Warte, Punkt 11, ja klar, weil die Sirenen losgegangen sind. Macht Sinn. Da, Punkt 11. Datum, weißt du das auch? Hm? Weißt du das Datum? Elfter Dritter, danke. Ja. Elfter Dritter. Calvino muss jetzt weiter in seinem Meeting machen, deswegen ist er rausgegangen. Damit ich ihn hier nicht störe. So, 11.03.21. Favoriten brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. So, Änderung, speichern. Ja! Das macht mich nämlich kirre, wenn ich hier keine Uhrzeit in der Küche habe. Ich gucke da immer drauf, wenn ich die Uhrzeit wissen möchte. So, 11 Uhr. Jetzt wissen wir alle Bescheid. Ich habe heute den Pony nicht geglättet. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie unzufrieden mit der Frisur. Mit der Frise. Ich sortiere gerade hier ein bisschen die Sachen von der Livia, denn obwohl die so zierlich und klein ist, ist sie aus einigen Sachen schon rausgewachsen. Und das ist, ja, ich zeige euch das mal, die Problematik. Manche Sachen fallen auch unterschiedlich aus. Wie diese Hose, das ist 62, aber die ist total eng. Die ist lang, aber eng. Die kriege ich über den Stoffwindelpopo schon mal gar nicht drüber. Wir haben hier einige Sachen, die hat sie noch nie angehabt, obwohl wir schon so wenige Sachen hatten damals. Also wir haben ja so wenig gekauft, das wisst ihr ja. Ja, und wie gesagt, also einige Sachen hatte sie überhaupt nicht an. Ja, die hier sind sofort zu klein gewesen. 50, 56, 2 Wochen angehabt, dann war es zu klein. Ich bin richtig froh, dass ich so wenig nur gekauft habe. Hat sich gar nicht gelohnt. Ja, gerade mit den Stoffwindeln, wenn wir halt jetzt rausgehen, wisst ihr, nehmen wir ja die normalen Wegwerfwindeln und dann passen die Sachen wieder. Deswegen kann ich die noch nicht ganz wegtun, dann brauche ich die wieder. Aber für hier zu Hause, ich finde es auch einfach gemütlicher, wenn es größere Sachen sind. Ich selber ziehe auch total ungern so enge Sachen an, wenn ich hier zu Hause bin zum Chillen und deswegen zeige ich euch. Haben wir hier schon die ganzen Sachen von Putt-Putt. Die habe ich alle jetzt gewaschen. Die habe ich euch in dem Putt-Putt-Haul gezeigt. Da muss ich mal gucken. Einige Sachen werden davon bestimmt auch schon passen.
Und hier sind noch einige Sachen, die wir geschenkt bekommen haben zur Geburt und ein paar Sachen, die wir auch selber gekauft haben. Die nächste Größe. Und das werde ich jetzt mal so ein bisschen sortieren. So, das sind jetzt zum Vergleich. Das ist die Größe, die passt ihr jetzt super. 62, 68 die Bodies. Das ist halt auch viel angenehmer, ihr die über den Kopf zu ziehen, die Sachen, wenn die so ein bisschen größer sind. Und da passt der dicke Windelpopo gut rein. Und das sind jetzt von PatPat die Bodies. Ja, also die sind doch noch sehr groß, wenn ihr seht, gerade die Arme, sie hat so schlanke Ärmchen, die füllen das noch nicht mal aus und deswegen dann wird sie versinken in diesen Sachen von PatPat. Deswegen packe ich die noch ein bisschen zur Seite. Ja, und lang sind die auch noch, da warten wir noch ein, zwei Monate mit. Und das hier wollte ich jetzt mal bügeln, das hatten wir geschenkt bekommen und das habe ich gewaschen. Und die müssten ihr jetzt auch so langsam passen. Zwei so Oberteilkleidchen. Die sehen so süß aus, weil ich auch so Kurzarmbodies habe. Und dann werde ich das halt da drüber ziehen, wenn es ein bisschen kühler ist. Das hier auch. Aber die, finde ich, muss man bügeln. Ich bin ja nicht so der Freund vom Bügeln, aber ja, bei solchen Sachen kommt man einfach nicht drum herum. So, wir wollten heute nochmal Blumenkohlcurry essen zum Mittagessen. Und wir hatten es gestern mit Kartoffeln gegessen und heute wollte ich es mit Reis machen. Deswegen wollte ich den Reis jetzt schon mal waschen. Zack. So, und schon mal kochen. Bernd kommt nämlich gleich von der Arbeit zur Mittagspause. Und Calvino isst einfach die restlichen Kartoffeln mit noch braune Soße von gestern, die wir eingekocht haben. Und Sauce Hollandaise und mit Reis auch. Also Kartoffeln mit Reis, sowas isst er total gerne. Ja, und Bernd hat mir gerade geschrieben, ich habe euch von unserem Wochenplan erzählt, dass wir den drucken lassen. Und der ist fertig und der ist schon auf dem Weg zu uns, also zum Laden. Aber der hat noch 68 Stops mit DPD, kommt das. Ich bin total aufgeregt, wann der ankommt, der Wochenplan. Ich will den sehen. Das sind ja so DIN A5 Format. Ich zeige euch das, wenn das nachher kommt. Aber ich befürchte, dass es Bernd heute Abend erst mitbringt von der Arbeit. Also nach 19 Uhr. Naja, egal. Gut Ding, wir Weile haben. So, die Maus ist wieder eingeschlafen. Dann kann ich den Kopf hier wieder verstecken, dass der nicht so hin und her baumelt. Und dann habe ich die Hände auch frei. So, dann kann ich hier unseren Brotbackautomat wieder wegräumen. Alles wieder sauber. Zack, wo sind die Dinger? Hier. Diese Knethaken. Die mache ich immer da drin sauber, hier mit so einem Bürstchen, den ganzen Brotteig. So, dann kann ich den wieder in den Schrank räumen. Gehe ich jetzt mit euch und hole die Brotback, nicht Brotback, sondern die Brotschneidemaschine. Und jetzt wird es peinlich. Die hat nämlich immer noch Krümel drauf, weil wir nehmen die ja nur zum Brotschneiden. So, eben hier das Stativ anders stellen. So. Wir schneiden da keinen Schinken mit, gar nichts. Weil wir Schinken noch nicht mal essen. Aber halt nur Brot schneiden wir da mit. Und das sind einfach nur Staub, Brotstaubkrümmel. Und deswegen lassen wir die immer so. Wir entkrümmeln die nur grob und diesen kleinen Staub, den lassen wir einfach drauf. Ehrlich gesagt. Ich bin zu ehrlich für YouTuber sein, ne? Einmal das Toastbrot. Und einmal das Graubrot. Das Toastbrot wird auf 10 geschnitten. So, okay.
Der Nachteil ist, danach ist immer alles voll mit Krümeln. Egal, ich saug das gleich alles weg. Genauso wie die sauge ich gleich sauber. So, und schaut mal das graue Brot. Ich habe da diesmal einfach noch ein Backpulver mit reingemacht. Und ja, jetzt ist das richtig schön fluffig. Der Bernd mag das, wenn das so richtig schön fluffig ist. Oh, meine Still-Dinger habt ihr gesehen, sorry. Ja, ich werde euch die Rezepte verlinken. Die sind von Chefkoch. Die habe ich euch schon mehrfach verlinkt, aber weil ich weiß, einige werden bestimmt wieder danach fragen, verlinke ich euch die Rezepte von den Broten in die Infobox. So, ich habe jetzt die beiden Brote aufgeteilt. Also ein halbes Toast und ein halbes Graubrot jeweils. Und einen Beutel friere ich ein und einen Beutel, ja, logischerweise ist direkt zum Verzehren, damit es frisch bleibt. So, Mert hat mir jetzt nochmal geschrieben. Jetzt steht bei DPD, dass die Lieferung innerhalb der nächsten halben Stunde kommt. Es bleibt spannend. Das macht mich ein bisschen kirre, weil ich mich so darauf freue, dass endlich unsere Wochenpläne vernünftig aussehen. Weil wir ja immer, also ich habe jetzt schon wieder angefangen für nächste Woche die Einkaufsliste. Oliven schwarz brauchen wir. Und wir machen ja immer, ne, von Montags bis Sonntags, was wir essen. Und daneben die Einkaufsliste. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das macht. Macht ihr wöchentliche Einkaufslisten und Pläne, Essenspläne? Oder macht ihr gar keine Pläne? Oder macht ihr das so für 2 Tage zum Beispiel einkaufen gehen? Das würde mich mal echt mega interessieren. Bei uns gibt es jetzt bestelltes Essen vom Griechen. Einmal Weinblätter, gefüllt mit Reis oder so. Die sind total lecker, die esse ich sehr gerne. Normale Pommes-Currysoße, Pommes überbacken mit Metaxa-Soße, Krautsalat, Pommes überbacken mit Metaxa-Soße, Pita, und einmal Morla. Die kriegt gleich Milch. Die wartet. Ganz artig. Ach so, und die Dinger sind nicht angekommen. Was? Ich habe ja schon angepriesen, dass die kommen. Ich habe mir ja schon voll gefreut. Aber ja. Was hast du gesagt? Die waren immer unterschiedliche Stopps entfernt, ne? Mal so. Und am Ende hat der Feierabend gemacht, der Fahrer. Ja, klar. Wenn er eine Stunde rum hat. Ja, vor allem 68 Stopps, das war ja auch echt viel, ne? Naja, wir essen mal. Es ist schon wieder der nächste Tag, hallo. Ich wollte das Video nur beenden und euch mitteilen, dass das Paket immer noch nicht angekommen ist. Ich schneide jetzt das Video zu Ende, beginne den nächsten Vlog und ich hoffe, dass dann die Wochenpläne da sind. Das war Morlas Hand. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.